Apostarin, Gigi, Munchings and Crunchings. Nice Apple. Hallo, es ist wieder Marshall, euer Lieblingsfeuerwehrhund. Na, geht es euch? Willkommen bei meinem neuen Video. Ihr habt abgestimmt mit überragender Mehrheit. Wir sprechen heute über Gurgi aus Taran und der Zauberkessel. Du Sharpheart, Gurgi ist so eine Piggy Run. Yes, right through the forest. I saw it. So mische ich Einspieler mit Filmen und Bildern, aber auch mit Informationen, die ich aus meinem Gedächtnis euch jetzt vortrage. Ihr könnt in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von Gurgi? Kennt ihr ihn überhaupt? Und nein, es ist keine Gurke. Oh, poor miserable Gurgi deserves fierce smackings and whackings on his poor tender head. Gurgi ist mir als zum ersten Mal in dem Film Taran und der Zauberkessel aufgefallen, begegnet. Und zwar, wie er einen Apfel geklaut hat. Gurgi ist das typische, ja, knuddelige, cute Wesen, dass man so in ziemlich jedem Disney-Film mal einem über den Weg läuft. Wie zum Beispiel das süße Erdmännchen bei König der Löwen. Ich glaube, Timon heißt der, oder? Keine Ahnung. Der auf der einen Seite ziemlich nervig ist, dem Hauptprotagonisten, dem Hauptcharakter, immer wieder folgt und zum Schluss eine sehr wichtige Rolle spielt. An dieser Stelle möchte ich sagen oder darauf hinweisen, der Film ist also im Jahr 1985, das ist also schon über 30 Jahre her. Aber wer den Film noch nicht gesehen hat und nicht spoilern oder sich nicht spoilern lassen möchte, der sollte zuerst den Film gucken und dann dieses Video gucken, weil Gurgi spielt in dem Film eine sehr entscheidende Rolle zum Schluss. Ich möchte nicht den ganzen Film jetzt hier nochmal zusammenfassen. Wenn ihr den Film sehen wollt, dann guckt ihn euch an. Oder auch noch besser, lest die Bücher dazu von Alexander Lloyd. Da gibt es mehrere Fantasy-Bücher dazu. Die sind in einem sehr einfachen Stil geschrieben, sind aus der Reihe All-Age-Fantasy, so ähnlich wie Harry Potter, aber haben eine sehr ernste Atmosphäre, einen sehr ernsten Hintergrund. Ich finde, für einen Disney-Trickfilm ist er überraschend gruselig und erinnert stellenweise an die Zeichentrickversion von Herr der Ringe. Deswegen guckt euch den Film an. Und lest am besten auch die Bücher. Es gibt mehrere kleine Bücher zu Taran und der Zauberkessel, beziehungsweise die Taran-Reihe von Alexander Lloyd. Alle Links dazu, die weiterhelfen könnten, auch die Quellen sind natürlich in der Videobeschreibung. Aber zurück zu Gurgi. Gurgi rettet nämlich zum Schluss alle Protagonisten, indem er sich selber opfert. Ja, ihr habt richtig gehört. Taran möchte den dunklen Kessel oder den schwarzen Kessel des bösen Hexenmeisters aufhalten, indem er reinspringt in den Kessel und Gurgi schiebt ihn praktisch zur Seite. No, Gurgi not let his friend die. Taran has many friends. Ja, ihr habt richtig gehört. Gurgi hat sich geopfert zum Schluss. Aber keine Angst, der wuschelige Knuddelbär taucht zum Schluss am Ende dann doch wieder auf. Er wird nämlich wiederbelebt. Aber wie das vonstatten geht, guckt euch den Film an und lest am besten auch die Bücher dazu. In den Büchern wird übrigens die Geschichte dann auch weiter erzählt, wo Gurgi auch mehr oder weniger eine tragende Hauptrolle spielt. Aber was ist der Unterschied zwischen Buch und Film? Im Buch wird Gurgi als Waldmensch oder Halbmensch dargestellt. Es ist nicht ganz klar, ob Gurgi nun ein verwilderter Mensch sein soll oder wirklich ein Chimäre, also eine Mischung aus Mensch und Tier. Chimäre kommen aus der griechischen Mythologie und sollen Halbmenschen oder eine Mischung aus Mensch und Tier sein. Im Buch wird er, wie gesagt, anders dargestellt wie im Film. Im Film, also ich spreche von dem Disney-Trickfilm, ist er ein wuscheliger, knuddeliger. ich würde sagen, er kommt am nächsten einem Troll oder einem
hundeartigen Troll gleich. Und wie gesagt, im Buch erinnert er mich eher an Sméagol oder Gollum aus Herr der Ringe. Gurgi? Gurgi? Is that you? Master! Gurgi! Ja, what are you doing here? Und gibt tatsächlich auch Merchandise zu dem Film. Gut, das ist ja für Disney keine große Sache. Disney war ja schon immer, damals, ich glaube, 85 ein Riesenkonzern. Und da gab es natürlich dann auch Figuren bei, ich glaube, eben bei McDonald's, aber auch Sammelfiguren, natürlich Plüschis. Und es gab im, ich glaube, im Magic Kingdom, im Disneyland in Amerika, auch ein Restaurant, das nach Taran und der Zauberkessel benannt ist und Gurgi auch nach Gurgi benannt geworden ist. Später, wie dann der Film nicht mehr aktuell war, wurde dann das Restaurant wieder umbenannt. Und es gab sogar die Möglichkeit im Magic Kingdom, wie gesagt im Disneyland in Amerika, Gurgi als Charakter zu begegnen. Leider habe ich dazu kein Foto gefunden. Also wenn ihr wisst oder ob vielleicht habt ihr auch selbst Gurgi mal persönlich gesehen, würde mich freuen, ihr könnt mir das gerne mal schreiben, das würde mich sehr interessieren. Nicht umsonst heißt dieses Format ja weniger bekannte oder vielleicht sogar schon fast vergessene Disney-Characters. Und Gurgi gehört da ja leider dazu. Der Film, wie auch der Charakter, sind total underrated. Soviel ich mich erinnere, war der Film, ja, er war kein Mega-Flop, aber er war jetzt auch nicht ein überragender Erfolg. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass Taran und der Zauberkessel gleich zwei typische Disney-Merkmale nicht hat. Das erste Merkmal ist, er ist überraschend düster und gruselig, was vor allem für jüngere Kinder vielleicht nicht so als geeignet angesehen wurde. Sire, look! Zum anderen ist auch der, meine ich, allererste Disney-Zeichentrickfilm, wo die Charaktere nicht tanzen und singen und das Ganze soll solche Musical-Einlagen haben, sondern es ist durchgehend, sind es Dialoge und Szenen. Auch der Soundtrack ist mehr oder weniger sehr düster, sehr Fantasy-lastig. Fantasy-lastig ist ja eine Fantasy-Geschichte und meiner Meinung nach eine sehr gelungene Fantasy-Geschichte. Ja, mein Fazit zum Schluss. Gurgi ist ein ganz toller Charakter, als ob er jetzt ein Halbmensch ist oder ein Troll oder ein Goofer oder keine Ahnung. Gurgi ist ein ganz toller Charakter, er ist sehr liebenswert. Auch die Tatsache, dass er über sich selbst in der dritten Person spricht, wie zum Beispiel Elmo, also Sesamstraße, erinnert ein bisschen an etwas Kindlichem, an etwas Naiv, aber das macht ihn nur umso sympathischer, obwohl er kein Kind ist, er ist ja ein Erwachsener. Und ja, guckt euch den Film an, guckt, ob ihr vielleicht noch Merch findet. Es gibt immer wieder auf eBay oder so tauchen Plüschis auf, die original von Disney herausgegeben worden sind. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Pfote nach oben, Kanal abonnieren, am besten die Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. You horrible, greedy thing.